Moontalk Network Exclusive. Herzlich willkommen zu Moontalk Shortcut, der zweite Streich. Ja, das Kind hat einen Namen. Wir haben uns dann doch zwangsläufig dazu entschieden. Nein, Moontalk Shortcut ist ja ganz schön. Hallo King erstmal. Hallöchen. Was sagst du denn zu Moontalk Shortcut? Ich find's gut. Ja, ja, passt. Finde ich auch. Und liebes Mooniverse, was wir euch damit bieten wollen, haben wir ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angeteased. Ist eigentlich immer so ein buntes Potpourri durch die Wrestling-Woche durch, was wir so geguckt haben. Manchmal auch so ein bisschen abseits der aktuellen Sendungen natürlich, gerne auch mal so ein paar andere Themen abseits des Wrestlings. Mal sehen, wir hatten ja einiges diese Woche, ne? Also Diesmal war ein bisschen was los, ja. Ich diesmal habe war auch ein bisschen was ein bisschen los. was gesehen, ja. Ah, das ist ja schon mal ganz gut, ne? Wollen wir denn mit dem großen Marktführer anfangen, oder? Juggernaut. Der Juggernaut, die WWE mit dem letzten Pay-Per-View des Jahres, Roadblock End of the Line. Übrigens auch der Quick-Tipp zu Roadblock End of the Line hier auf dem Moontalk Network verfügbar. Könnt ihr euch anhören, wer oder was da bei TLC gesweept hat und wie die Tipps für Roblox aussehen. Card steht ja. Ja, was hatten wir bei Raw noch? Der Tag-Team-Rekord ist natürlich geknackt worden. New Day jetzt die längsten amtierenden Tag-Team-Champions überhaupt jemals in der WWE. Ja, und das ist auch gut so. Also es gibt ja viele, die sich darüber beschweren. Ach, naja, den Rekord hätte man lassen müssen und das sind doch Legenden, den kann man den Rekord doch nicht wegnehmen. Aber wie soll man denn neue Legenden aufbauen, wenn man sowas nicht macht? Ja, also auch der alte Rekord wurde ja irgendwann mal gebrochen, beziehungsweise da wurde ein vorheriger Rekord gebrochen. Und irgendwann muss man das halt auch mal, gerade in so einem Fake-Sport wie Wrestling kann man es ja halt selber steuern und irgendwann ist ja auch mal gut. Also es kratzt ja auch nicht an dem Ruhm der ehemaligen Legenden, wenn dann irgendwann mal nach 20 Jahren so ein Rekord gebrochen wird. Ich finde das voll in Ordnung hier, dass man das jetzt konsequent einfach mal durchgezogen hat. Was sagst du denn dazu? Ja, also gut, ich habe New Day zwar schon seit längerer Zeit so ein bisschen über, aber ich muss dazu auch sagen, mir fällt kein Team ein, das jetzt wirklich den Gürtel hätte New Day abnehmen können, glaubwürdig genug. Ich finde, den Club hat man einfach runtergewirtschaftet. Die haben einfach alles an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Und auch Sheamus und Cesaro sind jetzt eigentlich meines Erachtens schon durch. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb bei Roadblock nochmal. Naja, die wirklichen Bedrohungen habe ich halt recht spannend vom Ausgang her bei Raw. Ja, ich habe aber eigentlich eher nur die ganze Zeit befürchtet, dass man das dann doch noch in letzter Sekunde kippt und dann eben irgendwie halt so Rollins und Roman dann zum Champ macht für irgendwie für ein paar Tage. Da dachte ich mir, nee, bitte, bitte, bitte nicht. Insofern war es dann spannend, ja, weil man doch irgendwie dann mit New Day mitgefiebert hat. Ja, das ging mir ähnlich, ne? Also ich meine ja jetzt nur, weil sie das jetzt geschafft haben, dann werden jetzt auch Sheamus und Cesaro, glaube ich, bei Roadblock kein Problem mehr darstellen. Und ich fände es halt schade, wenn man den Rekord oder dann da den Beinahe-Rekord für sowas geopfert hätte, wie du gerade gesagt hast, ne? 6 Tage dann so ein Titelregentschaft von Rollins und Reigns oder so. Ja, mit dem richtigen Aufbau wäre der Club natürlich prädestiniert dafür gewesen, hier als neue Tag-Team-Champs und mit vernünftigen Aufbau und richtig starke Champs zu werden, was man halt alles so im Vorfeld gehofft hat, was mit dem Club alles passiert. Da ist ja gar nichts draus geworden. Also das wurde ja dann irgendwann wirklich nur noch zur Lachnummer. Und tut mir leid, also Club hat im Moment kein Standing für mich. Nee, für mich auch nicht. Also die Tag-Team-Division ist ja generell zu Großteil eine Comedy-Division, so gerade bei Raw. Und dass die dann als Einzige so ernst probieren, aus der Masse so ein bisschen rauszustechen, für mich hat das dann irgendwie so den gegenläufigen Effekt, weil sie dann trotzdem da bei Halloween irgendwelche Kürbisse aufgesetzt kriegen. Und ja, momentan sind sie ja auch gar nicht mehr so in den Shows. Ja. Und das Ding ist ja auch mit New Day, die sind ja auch nicht mehr so klar Face, ne? Dass man da wirklich so ein Heel-Team hätte nehmen können. Ja. Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, egal ob es jetzt ein Face- oder Heel-Team ist, dass es dem Team dann auch irgendwas bringt. Bei Sheamus und Cesaro hätte man es, wenn überhaupt, sofort machen müssen dann auch und jetzt nicht im vierten, fünften Anlauf. Mal sehen. Ja, ich fand dann noch ganz gut die Storyline mit Sami Zayn und Mick Foley. Man macht halt mal was Vernünftiges mit Sami Zayn außerhalb der Kevin Owens Blase. Das hat sich dann halt auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Sendung gezogen. Das fand ich schon ganz gut. Mick Foley ist dann halt auch ein wunderbarer Partner, mit dem man sowas machen kann. Und wenn er die Leute dann anschreien darf, dann und so wachrüttelt sozusagen. Du kennst die ganzen Promos, die er über die letzten Jahre gehalten hat. Ja, der hat er natürlich schon drauf. Ne? Manchmal wirkt das auch so ein bisschen Cookie-Cutter-mäßig, dass Foley dann wieder seine X der Hell in the Cell-Promo raushaut. Aber das fand ich auch stark, auch gerade von Sami Zayn, der ihm dann da Paroli geboten hat, der sich dann auch mal gewehrt hat, so ein bisschen Emotionen gezeigt hat vor allen Dingen. Ne? Mhm. Ja, und jetzt der Match-Ausgang, ob er jetzt 10 Minuten durchhält oder nicht, das ist ja schon diffus genug, dass er dann nicht mal gewinnen muss oder so. Mal sehen, ist auf jeden Fall auch eins der Matches
ja, die ich ein bisschen spannender finde, so bei Roblox. Wo ich jetzt nicht so klar sage, hier wie bei New Day gegen Sheamus Cesaro, ach, da ist eh schon der Sieger klar, interessiert mich nicht. Ja, auf jeden Mal Fall. sehen, man lässt Sami Zayn auf jeden Fall nicht fallen, was ja viele befürchtet haben oder so. Er kriegt da seine extra Storyline abseits der Uppercard und abseits des Main Events. Ich muss sagen, so alles in allem, das, was ich gesehen habe, hat mich bei Raw eigentlich ganz gut unterhalten. Da haben wir schon definitiv schlimmere Sachen gesehen. Ja, ich muss diese Woche auch echt zugeben, der Punkt Sieg geht an Raw, wenn ich die beiden Sendungen miteinander vergleiche, Raw gegen SmackDown. Was war da denn? Ich glaube, die ersten 15 Minuten oder so von SmackDown gesehen. Gab es da denn noch irgendwas? Ja, SmackDown war viel Stückwerk. Also ich habe mich mitgekriegt, dass man James Ellsworth wieder mal verschoben hat, seine Titelchance, konnte er wieder nicht wahrnehmen, er war ja erkältet, der Gute. Ja. Ich fühle gerade momentan mit ihm aus persönlichen Gründen. Ja, und AJ hatte da nichts zu tun. Es galt natürlich der Sache, dass AJ immer noch nicht hundertprozentig wieder fit ist nach seinem TLC-Spot da. Und hatte ja die Fußmanschette in der Vorwoche. Und so hat man alles so ein bisschen neu koordiniert. Es gab ja neue Titelfäden, ne? Es wurde dann Fatal Four-Way festgesetzt zwischen The Miz, dem Intercontinental Champion, Dolph Ziggler, seinem ewigen Rivalen, Dean Ambrose, dem ewigen Rivalen von AJ Styles und dann das Dark Horse, oder wie er von den Kommentatoren genannt wurde, Luke Harper mit da drin einfach. Einfach nur aus Mangel an Upper-Kader. Da sieht man mal, wie dünn dieser SmackDown-Roster momentan ist. Ja, das ist schon heftig, wenn dann Luke Harper da mit reinkommt. Naja. Ja, unter dem Fatal Four-Way Match konnte sich dann nicht, Gott sei Dank, nicht Dean Ambrose durchsetzen, sondern Dolph Ziggler. Wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt, dass AJ gegen Ambrose und auch Ziggler gegen Miz jetzt durch sein muss. Ne? Das ist zu lange. Ja, jetzt, okay, Gott sei Dank, Dolph Ziggler. Jetzt haben wir das Match AJ gegen Ziggler am 27. Das wird dann wohl eine etwas größere SmackDown-Sendung. Nächste Woche scheißt man dann wohl gut drauf, auf gut Deutsch. Und am 27. AJ gegen Ziggler um den World Title. So eine Durchreiche für AJ Styles. Ne? Wer nimmt denn Dolph Ziggler jetzt wirklich noch ernst? Habe ich dann aber uns in der Motorgruppe schon die ein oder andere Kritik daran gelesen. Der ehemalige IC-Contender, jetzt auch immer doch wieder World Title-Contender. Ja, das ist, also das Booking von Dolph Ziggler, das ist ja mehr als lächerlich. Ja, aber AJ braucht halt was. Bis zum Rumble muss man ihn halt auch ein bisschen beschäftigen. Oder glaubst du, das zieht man noch bis zum Rumble und danach geht's erst wirklich weiter mit AJ? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht, dass das AJs Programm für den Rumble ist. Also dann lieber der Undertaker oder aber am 27. kommt er ja auch wieder. John Cena mit einem kolossalen Rückkehr-Trailer dann schon mal. Ja, kommt zurück in die Sendung. Wie lange, weiß man auch nicht. Er hat ja auch 2017 wieder die ein oder andere Verpflichtung. War zuletzt bei Saturday Night Live zu sehen. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere verfolgt hat. Irgendwelche Highlights bei YouTube oder so konnte man ja auch sehen. Sogar die WWE hat mal ein paar Bilder gezeigt. Ja, eben, weil es auch so eine ganz große Nummer ist, ne? So wie ESPN, Saturday Night Live, solche Ja, Juggernauts in klar. Anführungsstrichen zum Vermarkten, das lässt sich die WWE da nicht entgehen. Ja, also ob man das Cena gegen AJ nochmal auskart, vielleicht kommt ja doch der Taker, habe ich letzte Woche schon gesagt. Na, nee, Ich ich wüsste glaube. nicht, wer da sonst noch da ist, ne? Also, oder halt ein Ziggler, ne? Also, das möchte ich auch nicht sehen. Also, der hat für mich auch jegliche. Ja, dieser SmackDown-Roster, der besteht ja zu 50% auch nur aus Tag-Teams, ist mir dann wieder aufgefallen. Es gab nämlich auch eine Number One Contender Battle Royale mit 6 Tag-Teams. Die High Pros Ja, hier die Grafik siegreich. habe ich gesehen, ja. Die High Pros hier siegreich und dann sofort die Hiobsbotschaft nach dem Match. Zack Ryder verletzt, 4 bis 6 Monate Pause. Ja. Das ist natürlich übel, ja. Planänderungen, ne? Waren wohl erstmal so ein bisschen das Face-Team für die Wilds als Gegner vorgesehen. Wen nimmt man denn da jetzt? Also, man ist mit Rhino und Slater ja schon durch, die beiden, da kriselt es ja auch so ein bisschen und sonst hat man einfach kein Team mehr, außer American Alpha, das man da gegen die Wilds stellen kann. Ja, dann wird das wohl als nächstes kommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Hype Bros vielleicht erst so als Durchreiche gedacht waren, damit das mit American Alpha noch ein bisschen rausgezögert wird. Ja, jetzt scheint man wohl keine andere Wahl zu haben. Tja, lassen wir uns auch überraschen dann. Ne? Also SmackDown muss ja 2016 kein Pay-Per-View mehr abliefern, haben bis zum Rumble genug Zeit, auch mit AJ und dem World Title das alles aufzubauen. Spekulier mal, dass Miz jetzt gegen Ambrose geht. Ja, was haben wir noch so zur WWE? Hast du Total Bellas gesehen? Total Bellas habe ich nicht gesehen. Hast du die Woche geguckt? Also ich gucke Ich ja wirklich habe nicht. Total es Bellas habe bisher ich noch noch nicht nicht gesehen, muss geschafft. ich dazu sagen. Total Divas redest du wahrscheinlich von. Total Bellas Ah, habe ich mir alle 6 Folgen natürlich. angeguckt. Ja, war auf jeden Fall großartig. Gerade John Cena, mein Favorite Character da in der Sendung. Ja, und dann weitergemacht in den direkten Übergang. Also ich war sehr überrascht, wie schnell es dann weiterging mit Total Divas. Hast du denn da was gesehen überhaupt?
Nee, ich habe immer nur so Highlights oder sowas oder kurz gelesen, worum es da ging. Page war wohl auch da irgendwo im Fokus in einer Folge jetzt wieder. Ja, das Und war hat. in der letzten Woche. Da ist es dann bekannt geworden, dass Paige mit Alberto Del Rio zusammen ist. Also da ist man halt so vom Zeitlichen jetzt her. Ja, da sieht man Und mal, wie weit das ja. vorausgetaped ist. Ne? Deswegen wundert es nicht, dass man dann da so schnell wieder anschließen kann, wenn Total Bellas Ja, zu Ende klar. ist, dass man sofort wieder Total Divas hinterher schießt. Angefangen hat es halt mit WrestleMania und das war für mich persönlich halt schon ganz cool, weil man dann gerade bei diesen WrestleMania-Folgen sieht man halt viele Bilder dann auch rund um WrestleMania und wenn man dann gerade selber dabei war, dann schwelgt man natürlich wieder so in den Erinnerungen. Das sind die Folgen, die mir dann immer besonders gut gefallen. Ja, generell Aber, diese ja. Backstage-Shots fand ich da auch immer schon sehr gelungen, wenn da noch der ein oder andere Wrestler durchs Bild huscht oder sowas. Ja, das ist halt immer ganz nett. Das ist natürlich Trash pur und ja, ich kann es halt nicht anders. Ich muss das gucken. Es ist halt WWEs Version von Reality-TV und wenn man dann mit der WWE oder mit dem Wrestling verbunden ist und so, dann kann man sich da auch ein bisschen leichter auf das Format einlassen, ne? Also, es ging mir auch bei Total Bellas so, weil ich halt Daniel Bryan und John Cena und Nikki und Brie schon so lange kenne und weiß ich nicht, dann fällt einem das leichter, als wenn man dann einfach so hier im RTL irgendwas am Nachmittag dann da guckt oder so. Ja, sowas, da bin ich überhaupt kein Freund von. Mag ich gar nicht, diese ganze Reality-TV-Scheiße. Aber Total Divas, Total Bellas, das muss ich mir halt geben. Das ist halt auch so trashig, dass es einfach wieder cool ist. Ja, was du dir auch immer geben musst, ist Lucha Underground. Hast du denn schon deine Lucha-Dosis diese Woche geguckt? Lucha ist natürlich immer so mit das Erste, was ich mir gebe, wenn ich die Zeit habe und wenn sich das einrichten lässt, immer so früh wie möglich. Ja, Lucha war cool diese Woche eigentlich. Also ich habe ja mir fleißig, wie ich bin, Moontalk 451 angehört. Solltet ihr auch tun. Ne? Die aktuelle Moontalk-Ausgabe, das Werfen der King gemeinsam mit El Jefe, ne? Und El Rey, muss ich ja sagen, ist ja gar nicht der King. Die werfen dann einen Blick zurück auf die letzten beiden Sendungen. Was war denn da mit Matanza und seinem Bruder los? Ja, der hat ihn erstmal ausgenockt. Also er hat ihn dann so zwischen die Gitterstäbe hat er gepackt und hat den erstmal so ans Gitter rangezogen. Und damit hat er ihn erstmal ausgenockt, hat sich den Schlüssel geschnappt und hat sich dann erstmal befreit und ist dann wild durch den Tempel gestürmt. In den Pool. Aber er lebt noch, ja, Dario Cueto. Ja, der ist dann hinterher blutüberströmt, ist er dann in die Halle gekommen, als er dann wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Er ist auf jeden Fall wieder fit. Diese Woche hat man ihn aber nicht gesehen. Leider. Also da ging es dann auch in der Story nur bedingt weiter. Und jetzt auf der anderen Seite mit Ray und dem Melonenkopf, da hat man so ein bisschen was weiter gemacht. Aber mit Cobra Moon, da ist was Geiles abgegangen. Die ist ja in so einer Fehde mit Drago und hat ja schon in der Vorwoche so zwei schlangenköpfige Schergen losgeschickt und der eine davon, das ist echt ein Riese, der ist dann aufgetaucht, der hat erstmal wirklich da alles weggesquasht. Macht schon Eindruck, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Habe Also ich, auch wieder glaube neue ich, Leute, ja, also komplett ja, neue, ja. zwei kommen, ich weiß nicht, ob es irgendjemand, der schon mal vorher da eben aufgetaucht ist, dann unter einer Maske dann wieder da ist, aber dieser Riesentyp, der war meines Erachtens noch nicht da, also da hätte ich mich dran erinnert, wenn es da schon mal so einen gegeben hätte, ob mit Maske oder ohne. Er war auch tätowiert, das hätte man auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Erkennungsmerkmal. Ich habe aber auch jetzt nicht nachgegoogelt, wer das sein könnte. Ich will halt auch nicht gespoilert werden, so wie ich das immer halte bei Lucha. Das ist mir dann egal. Ich genieße das einfach so, wie es da ist und fertig. Und das war schon auf jeden Fall mal wieder was Cooles. Neue Charaktere und schon beeindruckend. Ja, klingt doch auf jeden Fall interessant, ne? Also ihr habt da noch ein Lucha-Paar dieses Jahr, glaube ich. Einen kriegen Werdet wir ihr noch noch? raus. Ja, einen müssen wir noch raus, sonst sind wir den Hörern schuldig. Da wirst du das ja mit den Jungs nochmal in voller Länge aufrollen. Da gehen wir nochmal da richtig ins Detail. Dann haben wir bestimmt auch einen richtigen Namen und vielleicht hat auch irgendwer schon Hintergrundinformationen dazu. Ich werde sie nicht haben. Ja, vielleicht der Messenger, ne? Schöne Grüße an der Stelle. Ja, vielleicht kann uns der bis dahin mit spoilerfreien News versorgen, wenn er das hier hört. Wenn er das hier hört, wollen wir mal hoffen, ne, dass er auch Moonwalk Shortcut hört. Ja, ich jetzt mal absolut hoffen. Kann wohl nicht sein, wenn dann alles, oder? Ja, wenn dann alles. Das habe ich mir auch gedacht, mein Wrestling-Highlight diese Woche. Ich weiß, du hast es vorhin auch gesehen. TNA, die Total Nonstop Deletion vom Hardy Compound. The Doom of Deletion. 90 Minuten lang.
pures Entertainment. Also Wahnsinn. Also ich kann mich selten erinnern, dass ich wirklich so wenig irgendwie gespult habe oder sonst irgendwie was und dass ich so aufmerksam eine Sendung verfolgt habe. Doch, also erster Eindruck und so. Gut, ist natürlich noch recht frisch. Ich habe es vorhin gesehen, aber ich bin auf jeden Fall richtig, richtig zufrieden. Viele Überraschungsauftritte da gewesen. Das Ganze auch so nett inszeniert, dann mit so einem Alibi-Publikum und dann doch im richtigen Moment dann wieder auf diesen Hardy-Style, möchte ich fast sagen, umgeschaltet. Ne? Das fing ja wie so eine ganz normale Wrestling-Sendung an mit mehreren Matches. Aber man hatte da so 50 Leute und dann so eine kleine Crowd, die aber ordentlich Stimmung gemacht haben dafür, dass das 50 Leute waren. Ja, die haben mehr Stimmung gemacht als so manche Crowd in der Impact Zone oder was weiß ich, wo sie schon sonst so veranstaltet haben. Die Jungs haben Gas gegeben, ja. Eben. Und einmal mussten sie ja auch, dann hat irgendwie Bobby Lashley irgendwie 15 Leute umgeworfen, als er Eddie Edwards ans Publikum gepfeffert hat. Also, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie Freiwillige waren da aus Cameron und Umgebung, vielleicht von irgendeiner Wrestling-Schule oder so, keine Ahnung. Es war Ja, ja kann natürlich auch sein, keine generell Ahnung, die vielleicht ganze Sippe einfach da, ne? gecastet. Es war ja generell die ganze Sippe da, ne? Shane Helms war da mit seinen Carolina Boys. Es war so viel, es war so unglaublich viel, was drin vorgekommen ist. So viele kleine Auftritte, so viele kleine Anspielungen. Das war einfach nur genial. Für mich war es auch mein Highlight der Woche und ja, das Highlight seit langem, seit der Final Deletion Ja, war also schon weiß ich auch allergeilste. nicht. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, das interessiert mich nicht, das ist nicht meine Art von Wrestling, das ist purer Trash. Aber ich kann daran und will daran auch gar nichts kritisieren, weil es genau die Form von Entertainment ist, die mich anspricht. Und weil das halt auch alles sich selber nicht so ernst nimmt. Ne? Sonst bin ich ja auch Genau gerne das ist immer, es, ja. gehe nicht immer so auch am Nitpicken. Jetzt fiel mir das deutsche Pendant dazu nicht ein, das deutsche Wort. Ja, immer so ein bisschen kleinkariert, wenn es ums Kritisieren geht. Und hier gefiel mir das nicht. Und warum muss das Monster da tappen? Und was weiß ich, was ich bei der WWE da ab und zu mal kritisiere. Aber da die WWE beispielsweise so im direkten Vergleich jetzt zu diesem Produkt, das TNA momentan da bringt, die stellt ja auch den Anspruch, dass alles so verflucht ernst ist und verflucht real ist. Und es ist ja die Reality-Era oder mittlerweile die New-Era. Und das sind ja Supreme Athletes und Ja, genau, da muss man sich eben halt auch mit anderen Maßstäben messen lassen. Und das macht halt TNA nicht. TNA kann es auch gar nicht, vom Anspruch her, und will es einfach auch gar nicht. Und das ist halt so erfrischend und das ist wirklich teilweise auch schon so albern. Ja, wo du denkst, boah, nein, das macht man. Und dann machen sie es auch wirklich. Die machen halt jede dusselige Albernheit und ziehen es einfach auch ja. konsequent durch und sind sich dann auch für nicht so schade, ne? Ja, so wie wie Jeff mit dem einen vom Rock'n'Roll Express da oben im Hochstand stand und die haben den Lockup da gemacht. Ja, aber bitte mal, was die beiden da oben mit diesen beschränkten Mitteln gemacht haben. Ja, die konnten sich ja praktisch kaum berühren. Ja, aber die haben das trotzdem verdammt gut verkauft. Ja, mit Ja, das ist den die alte beschränkten Schule, ne? Mitteln. Ja, genau. Das war wirklich alte Schule. Das müssen andere Leute erstmal nachmachen, das so interessant zu gestalten, wenn man nämlich nicht alle 2 Sekunden übers oberste Seil springen kann und was weiß ich noch alles Tolles machen kann. Ja, man hat die Jungs ja auch im Ring dann gehalten. Die waren ja mehr so in diesem Hardy-Outside-Ring da, den wir auch schon aus der Final Deletion kannten. Ja, das ist halt auch das Beste, was du mit den beiden Jungs machen kannst. Da, ne? Man hat sie trotzdem halt ganz gut dargestellt. Fand Jetzt ich nicht, auch. das war jetzt kein Legenden-Bashing oder so. Nee, auch die anderen Leute, Hornswoggle, der Swoggle war ja da, das erste Mal vor Der Swoggle. TNA-Kameras. Hat jetzt auch keine Riesenrolle gekriegt oder so, aber das, was er machen sollte, war eigentlich ganz lustig. Auch die Reaktion, wie er Bobby Lashley da wegspieren wollte. Und der Blick von Lashley, dass der sich diesen ganzen Käse auch angetan hat, Bobby. Also das, Ja. ne, also vielleicht muss er da ja auch einen Gefallen dran gehabt, da gefunden haben. Ne? Man hätte ja auch Eddie gegen irgendjemand anders stellen können da in der Sendung. Also Eddie musste, der kam ja schon mit dem Gürtel aus dem Wald raus. Da dachte ich mir schon, oh Gottes Willen, um Gottes Willen. Wenn Lashley da mit dem Auto angefahren kam. Ja, ich habe mich über ODB gefreut. Die auch ihren Truck bewerben durfte, Die, ne? ja, das war echt cool, dass man das wirklich noch mit reingenommen hat, dass sie dann ihren Barbecue-Truck dann mitgenommen hat und den noch einmal kurz ins Bild halten durfte. Also für die Leute, die es nicht wissen, sie ist halt, seitdem sie nicht mehr wirklich wrestelt, mit einem Truck unterwegs und promotet da halt das ist eine Barbecue-Soße, ne? Ich glaube auch, das ist Oh. irgendwie sowas, was JR da auch angestarrt hat. Ja, und fährt dann halt irgendwie von Festival zu Festival und was weiß ich, Straßenfeste, Stadtfeste, wo immer so halt irgendwie gerade gebraucht wird.
und promotet da ihr eigenes Ding, hat dann ihre eigene Marke und verkauft dann da die ganze Geschichte. Also die ist wirklich am Malochen und deswegen fand ich das ganz cool, dass du da mal wieder so einen Gastauftritt hatte und dann vielleicht auch ein bisschen Werbung darüber hinaus machen konnte. Ja, das ging wahrscheinlich dem einen oder anderen so, ne? Mein Highlight natürlich, weißt du dich auch, Disco Inferno, der dann Ja. Backstage nach Maxwells Debüt zu sehen war. Nach Maxwells Impact Wrestling Debüt, muss man sagen. Denn sein allererstes Match hat er eben gegen diesen Disco Inferno gehabt und seinen ersten Sieg und jetzt gegen Rockstar Spud den zweiten. Ja, gut, jetzt kann man sagen, oh, Spud begraben oder sonst was, aber es wird halt Quatsch. sinnvoll mit eingebunden. Rockstar Spud ist auch so ein Charakter, dem das nicht schadet, der immer noch gut abliefert, aufs Ausmaß und all sowas. Ich war natürlich also erster Markout, dass Senior Benjamin da mit dem Taser eingegriffen hat. Wie er auch da reinkam mit seiner Trainingsjacke und so und so alle Delete gemacht haben. Ach, da war ich schon richtig im Marktmodus. Maxel dann auch der Entrance da mit seinem Auto. Ja, also, à la Bonheur. Ja, Itchweed, der sogar gerestet hat. Mit 3E, ja. Dem Typen dann auch noch mit seinem Eckenschneider, da das T-Shirt zersäbelt hat. Ja, war natürlich sehr schön geschnitten. Ja, auch schon wieder halt so herrlich stupide. Ja, genauso wie Vanguard One dann das Cover durchzählen wollte von ODB gegen Siena. Ja. Also so viele Kleinigkeiten, die da drin waren, also da hat man sich mal wieder ordentlich Mühe gegeben. Das ist halt Kreativität. Das ist nicht einfach dahingeklatscht, denn um sowas auf die Beine zu stellen, muss man wirklich kreativ sein und muss so viel da reinstecken, um diese ganzen kleinen Sachen da zu schreiben und sich das einfallen zu lassen. Und das muss man dabei einfach auch mal hervorheben, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und es ist nicht einfach so eine 0815-Show, wie man sie halt zu 75, 80% bei der WWE sieht, die halt immer nach einem Schema abläuft und immer wieder dasselbe. Und das ist ja das, was wir immer bemängelt haben, die Kreativität. Und das kann man TNA definitiv nicht absprechen. Nee, also wie gesagt, man kann natürlich sagen, man mag Rot lieber als Grün, das ist nicht so seine Art von Wrestling, aber dass sie mal was anderes probieren, das finde ich halt umso bemerkenswerter. Trägt meiner Meinung nach auch ganz klar die Handschrift von Jeremy Borash. Sieht man jetzt auch nach dem Weggang von Billy Corgan. Jeremy, der ja auch mit Matthews die Sendung zusammen kommentiert hat. Matt Hardy auch, wahrscheinlich ein enormer Einfluss. Wenn man sich mal die Twitter-Accounts von Impact Wrestling und von Matt Hardy Brand anguckt, Matt Hardy hat 1 Million und Impact Wrestling hat knappe 600.000. Ja. Da sieht man mal so ein bisschen die Dimension, ne? Also es wurde natürlich auf beiden Accounts gleichermaßen promotet. Baby Hardy hat auch schon 12.000 Follower. Maxl hat übrigens auch gepostet nach seinem Match, er musste in den Opener, weil er danach ins Bett musste. Ne? Deswegen ist er zuerst Ja ausgefallen. klar, das macht natürlich Sinn. Also, ja klar. Immer noch undefeated. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, Streak. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Ist da nächste Woche nochmal eine Impact-Sendung? Haben die noch irgendwas in der Konserve oder war das jetzt das Letzte? Soweit ich informiert bin, war das das Letzte. Ich glaube auch, dass man jetzt erstmal 2 Wochen Konserve bringt oder Impact-Highlights oder irgendwie sowas zusammenschustert für Pop TV. Da gehe Also, ich schon davon aus. Ich glaube das. nicht, dass man jetzt noch was hat. So wie ich das, als die ersten Tapings liefen, wie ich das gelesen habe, also dass diese letzte Folge, da war ich ja so ein bisschen gespoilert. Also ich wusste, dass die letzte Folge komplett auf dem Hardy Compound spielt. Das hatte ich irgendwo gelesen. Und ja, seitdem wusste ich jetzt nicht mehr, dass man da noch irgendwas gemacht hätte. Ich glaube, die Tapings waren ja alle die ganze Woche nach Bound for Glory Anfang Oktober. Und das Hardy-Compound-Zeug hat man, glaube ich, Anfang November gemacht dann. So muss ja Ja. eigentlich. Ich glaube nicht, dass man noch was danach hat. Es waren ja auch nicht alle Worker da. Ne? Also es fiel ja schon auf, dass man den Pope dann nicht da hatte und stattdessen JB da mit Matthews kommentieren lassen hat. Dann war halt, gut, dann hat es halt Lashley und Eddie Edwards, Siena, Rockstar Spud und sonst hat es da dann halt nur die Tag-Teams hier. Aber es hatte dem auf jeden Fall keinen Abriss getan. Es war auf jeden Fall eine sehr super unterhaltsame Sendung. Viel zu lachen. Viele kleine Insider auch drin. Alleine dann Shane Helms, wahrscheinlich so der heimliche MVP der Sendung mit seiner Hommage dann an Three Count früher mit Evan Courageous und Shannon Moore. Und dann natürlich als Hurricane, auch wenn er sich nicht Hurricane genannt hat. Er hat immer so ganz geschickt drumrum geantwortet oder so. Und wie sie dann am Ende gesagt haben, The Man with Three Ages oder Matt Hardy gesagt hat, wäre stolz auf uns, wenn er sehen könnte, wie schnell wir hier ein hoffnungsvolles junges Talent buryen oder begraben. Ne? Und dann stehen die beiden da mit der Schippe und grinsen, halten den Daumen hoch.
Ja, und auch immer, wie man immer wieder zu diesem Reporter geschaltet hat, ne, die News aus Cameron, das war schon wieder unglaublich gut. Im ersten Moment dachte ich, das ist Abraham Washington, aber es war er dann doch leider nicht. Mir kam der Sprecher auch so ein bisschen bekannter vor, Aber dann am Anfang war dann auch schon, als Helms mit seinen Jungs dann da auf der geschlossenen Straße dann war und die Reporterin da sagte, ja, hier ist geschlossen, so, stand back, I'm coming through. wie die da auf dem Pickup ankamen, Trevor Lee und Andrew Everett hinten drauf in ihren Unterhöschen. Ja, wie die letzten Menschen. Und irgendwann haben sich auch Backstage getroffen und Matt Hardy sagt so, hat er, glaube ich, Shane Helms schon mal vorgewarnt und der guckt irgendwie, fühlt sich gar nicht angesprochen, guckt Trevor Lee und sagt, was, der sieht immer so aus. Ich musste so lachen. War wahrscheinlich unbeabsichtigt auch er, aber. Ja, also unglaublich viele geniale Sachen dabei, kann man definitiv nur empfehlen. Wer auf diese ganzen Sachen vorher stand, wer auf diesen Metadi-Charakter steht, der liebt das einfach. Denke ich auch. War, wenn es jetzt die letzte Sendung des Jahres gewesen sein sollte, ein sehr schöner Abschluss, dass TNA sich wirklich auf die Sachen besonnen hat, die 2016 funktioniert haben. Da war es, war ja weiß Gott nicht alles, aber diese Sache mit den Hardys ist einfach unheimlich over und scheint momentan auch wirklich die ganze Company mitzunehmen. Ich sage jetzt nicht, dass man jede Sendung vom Hardy Compound bringen muss, aber man sollte das in Zukunft trotzdem ernsthaft in Erwägung ziehen, weiter als Elemente der Show beizubehalten. Mal eine Ja, Woche weniger, mal eine Woche mehr. finde ich auch. Da bin ich gespannt, wie es 2017 da mit TNA weitergehen soll. Ja, vielleicht kommt ja auch Cody nochmal zurück. Cody, der hat ja jetzt erstmal was anderes zu tun. Cody hat was anderes zu tun, richtig. Der ist bei New Japan Pro Wrestling. Lag ja an sich auf der Hand, ne? Wo er jetzt die Runde gemacht hat von Impact zu Ring of Honor. Man weiß ja über die Kollaborationsbescheid zwischen Ring of Honor und New Japan. Es Also. ist ein logischer Schritt auf jeden Fall. Wenn er halt die Freiheiten hat, die großen Indies abzuklappern, dann muss er natürlich New Japan mitnehmen. Wrestle Kingdom steht vor der Tür. Ja, warum nicht? Ich find's cool. Ja, mal sehen, ne? Also ist natürlich was anderes da, der japanische Stil und so, wie das, aber es ist ein Name für die Japaner, das ist ein Draw für Wrestle Kingdom, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Klar. Mal sehen, wie man ihn da positioniert. Ich glaube, bei Ring of Honor ist er heel geturnt gegen Jay Lethal, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei TNA ist er ja als Face gegangen, ne? Also er ist wirklich momentan so ein Liegenwandler, der dann da, je nachdem, irgendwie sein Programm wieder aufnimmt. So ein bisschen Back to the Territories, ne? Wo man dann ja auch mal ein paar Monate weg war und dann wieder kam. Ja, also er macht das schon richtig. Er macht das, worauf er Lust hat. Das hat er angekündigt früh genug und dann will halt so ein paar Dream Matches will er für sich abarbeiten. Ja. Ich weiß nicht, wie man was Schlechtes dazu sagen kann. Es ist halt nur eine Bereicherung. Wer darauf keinen Bock hat, muss es sich nicht angucken. Ich finde, das sind halt alles frische Paarungen. Das hat man noch nie gesehen. Cody bei New Japan, einfach nur dieses Bild. Allein schon muss man mal sehen. Ja, ist auch auf jeden Fall eine schöne Sache, ne? Nicht ganz so schön, um jetzt hier vielleicht TNA noch so ein bisschen abzurunden. Verträge sind ausgelaufen, wurden nicht verlängert. Einmal vom Tribunal und einmal von Tigre Uno. Ich sag dir ganz ehrlich, das Tribunal juckt mich nicht großartig. Gar kein Tigre, Verlust, den ne? mochte ich damals zwar, aber der war jetzt auch schon, wenn man mal realistisch ist, 8 Monate nicht mehr im TV zu sehen. Ob der Ja, jetzt noch eben. dabei ist oder nicht. Also es ist ja irgendwie schon, als ob der weg war. Genau, es fällt gar nicht auf, leider. Ich mochte ihn auch, ja, hatte nie was gegen ihn. Ja, Tribunal ist mir total egal. Ja, die beiden als Tag-Team gescheitert dann bei NXT und auch bei TNA jetzt, kann man so zusammenfassend sagen. Wer weiß, wie es da indie-mäßig weitergeht. Tigre Uno als Extreme Tiger wieder in mexikanischen Gefilden unterwegs. Da muss er sich wohl keine Sorgen machen, dass er da gebucht wird. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch so, noch mal so ein bisschen zurückzukommen auf international und was ich gerade schon hatte. Und die WWE geht nach Großbritannien. Hast du davon was mitgekriegt, gelesen? Ich habe ein paar Infos darüber. Ich habe nicht alles gelesen. Ich habe so ein bisschen die Headlines gelesen. Ja, erzähl mir du erstmal, was du drüber weißt. Ja, also ich habe mir ein bisschen mehr davon durchgelesen, habe natürlich auch eure Diskussion in der Moontalk Facebook-Gruppe verfolgt, liebes Mooniverse dazu. Die WWE plant, einen UK-Champion einzuführen, und zwar anhand eines 16-Mann-Turniers, das auf der Insel stattfinden soll. 16 Wrestler, die Namen stehen wohl auch alle schon fest.
Da müsste ich jetzt gleich mal hier live on air nochmal nachgucken. Nicht hier mal den Informationsquellen bedienen. Und das soll halt, wie gesagt, Sinn und Zweck haben, dass man da den eigenen WWE UK Champion krönt. Den Titel gibt's schon. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Sieht so ein bisschen aus, der ein oder andere hat das nee. Mit einer Bieretikett verglichen. Das Logo da drauf. Okay. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, nee. Gab es natürlich eine dicke Pressekonferenz und alles, ne? William Regal war da so ein bisschen der Ambassador, der das Ganze da vorgestellt hat. Ja, also nach den großen Turnieren hier, diesem Tag Team Classic, dem Cruiserweight Classic, jetzt, also wurde ja auch schon des Längeren gerüchtet, dass die Frauen auch nochmal ein eigenes Turnier kriegen sollen. Mhm. Ja, und jetzt also erstmal der britische Markt. Ja, es ist ja das Boomland des Wrestling, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, da ist natürlich auf der Insel ist ordentlich was los. Da, ja, die WWE ist natürlich nicht doof. Das geht nicht an denen vorbei. Aber dann direkt sowas, also warum einen neuen Gürtel? Man kann ja ein schönes Turnier machen und daraus so ein Network-Special machen, ja. Aber warum muss man damit einen Gürtel einführen, der, also man hat ja noch nicht mal den Cruiserweight-Gürtel wirklich overgekriegt, den man neu eingeführt hat. Jetzt schon wieder einen Gürtel, der dann nicht over ist? Ja, inwieweit der dann auch genutzt werden soll, ne? Vielleicht wird er ja auch so ein bisschen stiefmütterlich, wie damals zuerst der European-Titel behandelt. Ja, darauf wird es dann allerhöchstens hinauslaufen. Ja, ob der dann wirklich fester Bestandteil der Show ist und es ist ja dann wirklich der UK-Champion. Okay, man hat ja den ein oder anderen Namen, einen prominenten Namen dann auch noch im Roster. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht oder längere Zeit. So, ich habe aber die Namen jetzt hier gefunden. Mhm. Ja, das sind angeblich Trent Seven, Jack Stars, Pete Dunne, Wolfgang? Wolfgang ist ja ein netter Name. Roy Johnson, Wolfgang. Sam Gradwell, James Drake, Jordan Devlin, Tyler Bate, der Name sagt mir was, Joseph Connors, Tyson T-Bone, H.C. Dyer, Dan Maloney, Chris Tyler, Saxon Huxley, Ringo Ryan, Tiger Ali und Tucker. Ja, okay. Für mich so als den nicht ganz so bewanderten Independent-Fan und auch nicht so interessiert, was den europäischen Markt angeht. Ja, weiß ich nicht. Tyler Bates sagt mir was. Vielleicht über den Tellerrand hinaus, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Jetzt nicht so die großen Namen. Ich befürchte mal, dass das wieder nichts für mich sein wird. Ich habe mir auch das Cruiserweight Classic nicht angeguckt. Nicht, weil ich den Leuten da irgendwie die Performance aberkenne oder sage, dass das schlechtes Wrestling ist. Das ist ja auch Blödsinn. Aber mich interessiert halt einfach die Art und Weise nicht. Wenn das Ganze so sportmäßig verkauft wird, habe ich bei Moondog auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Das ist nicht so ganz meine Welt von Wrestling, dass man das Ganze dann so bierernst probiert, als Competition dann anzupreisen. Du erfährst nichts über die Leute, außer so ein 2-Minuten-Clip und dann siehst du halt auch 8 2-Minuten-Clips in einer Sendung, sodass du überhaupt nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ja. Ja. Ich tue mich schwer, denn nur des Wrestlings wegen, mir das dann anzugucken. Ganz genau. Mal reinschauen vielleicht, ja. Aber jetzt so vom rein Lesen her oder vom rein Hören ist es auch nicht so mein Ding. Es wird wahrscheinlich, wie du gerade schon gesagt hast, sehr auf das Sportliche ausgelegt. Und ja, da sind wir uns halt einig. Ist nicht so unsere Vorstellung von Wrestling und deswegen wird das wahrscheinlich auch nichts für mich sein. Ja, aber passt natürlich zum Trend der WWE, ne? Die sich ja immer mehr weiter was heißt Richtung Independent-Szene annähern, aber immer mehr Sachen davon übernehmen. Ne? NXT war ja so der Prototyp von der Independent-Liga, den man dann auf Major-Ebene nochmal hochziehen wollte. So habe ich das zumindest immer gesehen, das Ganze. Und jetzt hat man mit 205 ja auch was mehr so ein Nischenprodukt ist und mehr eigentlich nur eine gewisse Sparte von Wrestling-Fan bedient. Deswegen findet das Ganze ja auch auf dem Network statt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal das Gleiche in Grün, ne? Das gerade die Briten ansprechen soll, weil es da so populär ist. Damit man da auch die Marktherrschaft behält. Man weiß ja, dass das TNA damals schon mal bessere Zahlen als WWE in den UK hatte und die örtlichen Ligen werden halt auch immer stärker, die regionalen Ligen in Großbritannien. Ja. Ich glaube, es soll da auch einen großen TV-Deal für irgendeine Liga geben, 2017. Und das sind, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen Zeichen, dass die WWE dagegen steuern möchte. Das bestimmt. Man hat diesen Trend auf der Insel mitgekriegt und will jetzt auf diesen Zug aufspringen, beziehungsweise will alle anderen dann erstmal ausstechen, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass die da irgendwie größer werden oder so. Ja. Was mich halt interessiert an der ganzen Geschichte, ist halt Nigel McGuinness als Kommentator. Ich mochte den Typen einfach vom ersten Tag an, als ich den gesehen habe. Absolut genialer Typ und leider halt eine viel zu kurze Wrestling-Karriere.
Aber ich höre ihm Ja, auch weil einfach auch gerne zu. Das reicht dann schon teilweise. Mr. Mangle, hat er bei TNA immer gesagt, ne? ja, das war so seine Fehde eigentlich bei Da war ich TNA. auch noch nicht so übersättigt von diesen Europäern und ihren ganzen Akzenten und so. Da ging das auch. Desmond Wolf, den fand ich eigentlich auch ganz cool. Dann war er ja lange Zeit bei Ring of Honor Kommentator, ähnlich wie Steve Corino, der jetzt auch zur WWE geht. Der wird Trainer, ne? Genau, der soll im Performance Center arbeiten, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja, warum nicht? Corino ist auf jeden Fall erfahren genug. Ja. Ist halt aber auch natürlich wieder jemand, der genau in diese Geschichte reingeht, wo das Wrestling im Vordergrund steht. Das ist halt nicht dieser Character Nee, das ist eigentlich Guy. so der ideale Begleiter und Vorreiter für die ganzen Jungs, die jetzt bei NXT ankommen, die Leute, die dann auch wirklich weltweit independent antreten. Das macht Corino ja schon seit Jahrzehnten. Wer weiß, wie da seine Funktion ist oder so. Ich habe es jetzt hier auch als News nur noch mit aufgegriffen. Ja, ansonsten, dann hatten wir noch Shooters diese Woche. Ryan Phillippes neue Sendung mit Randy Orton als Gast. Also ich habe es mir nicht angetan, habe den Trailer bei SmackDown gesehen. Ist ja schön und gut, aber weiß ich nicht. Also ich mochte den Schauspieler ihn an sich immer ganz gerne so, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Serie für mich ist. Es geht dann ja auch immer ein bisschen um die Thematik. Ich war nie so ein großer Freund von Ryan Phillippe. Ja, ich mochte ihn auf jeden Fall. Way of the Gun fand ich eigentlich ganz cool. Das ist schon in Mitte eine coole Rolle von ihm gewesen. Ja, Wrestler in Serien, deswegen komme ich eigentlich nur auf den Exkurs. Was haben wir denn noch? Edge ist, glaube ich, bei Heaven mittlerweile einer der Hauptcharaktere, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, Zumindest ein fester Charakter. ich hab das auch so am Rand mitgekriegt, aber ich habe keine einzige Folge gesehen. Ich weiß nur nicht mal, worum es da geht in Da dieser bin ich auch Serie. nicht so bewandert. Ich weiß aber auch, dass er Christian da einen Arbeitsplatz beschafft hat. Christian ist jetzt wohl auch, hat er auch den einen oder anderen Auftritt jetzt schon gehabt in der Sendung. Ja, Okay. aber ist halt auch nicht meins, so von der Thematik her. Was meins ist, und deswegen habe ich jetzt auch so lange hier ausgeholt und drum rumgebuhlt, möchte ich euch mal ans Herz legen, wenn ihr irgendwie Sky habt oder so, ist da wird es momentan ausgestrahlt, die zweite Staffel auf Deutsch, und zwar Ballers, die Serie von und mit The Rock. Dwayne Johnson als Seriendarsteller. Er spielt da einen ehemaligen Footballer namens Spencer Strathmore und der hatte eigentlich eine recht prominente und erfolgreiche Karriere, hat aber mit dem Geld nicht so gut gehaushaltet während seiner Karriere und ist jetzt leider Gottes darauf angewiesen, im Ruhestand auch weiterhin zu arbeiten. Und zwar macht er das als Spieleragent und probiert dann junge, andere aufstrebende Footballer davor zu warnen, den gleichen Weg wie er zu nehmen und so mit dem Geld rumzupassen und was auch immer. Ist auf jeden Fall eine ganz lustige Sache. Ich bin ja generell so US-sportaffin und es geht dann auch weniger um Football. Also man sieht da keine Bilder von Spielen oder sowas, sondern mehr um das Drumherum dahinter. Ne? Er ist wie gesagt ein Agent, spielt das Ganze mit seinem Partner Rob Corddry zusammen, dem einen oder anderen vielleicht aus Hot Tub Time Machine bekannt hier, so der Kerl mit der Stirnglatze. Da ist schon ein nettes Duo. Ich sehe so Rock generell immer in diesen Duos gerne, ne? Wie ja auch bei Welcome to the Jungle mit Sean William Scott. Oder auch jetzt zuletzt Central Intelligence mit Kevin Hart. Ich finde, das passt immer ganz gut, wenn er da so einen kleinen Wuseligen, da so einen Laberkopf da an seiner Seite hat. Ja, und so ist das auch hier in der Serie, ne? Dann geht es dann natürlich ja so hinter den Kulissen, wie werden die Verträge verlängert und dann Frauen, Drogen, Eskapaden, das muss alles vom Verein verheimlicht werden. Und The Rock ist dann so ein bisschen das Mädchen für alles. Hat dann auch immer wieder, selber ist er auch nicht ganz so mit sich im Reinen, hat dann auch gesundheitliche Probleme, die er unter den Teppich kehrt. Also er spielt auch eine Rolle mit Ecken und Kanten. Ich habe es mir natürlich anfangs auf Deutsch angeguckt, bin mittlerweile aber auch auf Englisch umgestiegen, einfach weil mir seine Stimme so verflucht vertraut ist, so aus Ja, unzähligen ja, ja. Wrestling-Promos. Ich glaube, deswegen könnte ich auch nie einen John Cena-Film, sofern ich mir mal einen John Cena-Film angucke, auf Deutsch angucken. Marine habe Ja, ich damals mal da habe ich angefangen, auch immer aber ein Problem mit. Ja, ich habe auch The Marine, habe ich ein paar Ausschnitte von gesehen. Wenn man halt jede Promo von dem Typen gesehen hat, das geht einfach nicht, wenn du dann eine deutsche Synchro da drüber haust. Das passt nicht. Ich kann mir das nicht antun. ja, und wie gesagt, es ist halt eine kurze Serie, geht immer so eine halbe Stunde, 25 Minuten im Schnitt. Kann man sich also schön weggucken, wenn man mal möchte. Und ist halt auch nicht so actionlastig. Deswegen ist es sehr dialogbasierend und deswegen ist es mir da auch halt wichtig. Ich mag halt, ja gut, diese Rock-Synchronstimme, die er in seinen deutschen Filmen auch immer hat. Okay. Hat man sich mittlerweile zwangsläufig auch dran gewöhnt, aber ist natürlich kein Vergleich zu der echten Stimme. Ne? Ja. Und dann gibt es halt auch den einen oder anderen prominenten Schauspieler, der dann auch mal in der Serie so seinen Gastauftritt hat in einer oder mehreren Folgen.
Ja, und da findet man eigentlich ganz nett, wenn man da die originalen Stimmen hat und alles von der Atmosphäre her kommt es einfach besser rüber. Aber jedem das seine. Wie gesagt, ist auch auf Deutsch mittlerweile die zweite Staffel bei Sky momentan. Macht euch da mal ein bisschen schlau drüber, falls euch interessiert. Ich dachte mal, haben wir mal so ein bisschen was abseits vom aktiven Ring geschehen. Ja, King. Schön. Wollen wir die Plug-Keule zum Schluss rausholen? Dann müssen wir noch ein bisschen was pluggen. Ja, Moontalk zockt, geht bald wieder in die nächste Runde. Ich durfte schon wieder Mäuschen spielen. Ja, der Isco und der JFK, die bereiten da wieder ein bisschen was vor. Es geht voran mit Promotion Wars. Es tut sich was. Also seid auf jeden Fall mal darauf schon mal gespannt. Ja, ansonsten den Quick-Tipp zu Roblox habe ich euch vorhin schon geteased. Der ist natürlich auf dem Moontalk Network zu finden. Auch Nitrous Sternstunden Folge 2. 15. Juli 1996, der Spada und ich werfen einen Blick zurück auf die allererste Heel-Promo von Hulk Hogan und die Geburtsstunde der NWO, wenn man so möchte. Ja, natürlich auch hinreichend für die nächsten Folgen, die da kommen werden, damit wir das Thema nicht immer wieder durchkauen müssen und darauf zurückkommen können. Da kommen jetzt natürlich auch im neuen Jahr dann weiter. Seid gespannt, am Ende der Sendung, die ich gerade angeteast habe, gibt es dann auch schon mal so einen Mini-Teaser für die dritte Sendung. Der ein oder andere aufmerksame Hörer im Universe wird dann auch schon wissen, was da unser Thema sein wird. Ansonsten, bin ich gespannt. Was haben wir noch hier auf dem Moontalk Network? Lässt euch ja nicht im Stich. Natürlich das große Archiv, viele, viele Sendungen. Ja, da wir mittlerweile die 250 Abonnenten erreicht haben, gibt es ja auch so einen kleinen Bonus vom JFK und zwar das Match gegen seinen Bruder. Oh ja. Auf dem Cyborg mit 3,5 Sternen oder 3,25 Sternen bewertet worden. Also das durchaus sehenswert. Ja. Ich als Besitzer einer Moontalk-DVD, ja, aus der Steinzeit bin ich noch da, hab's natürlich schon gesehen, kann es euch auch nur wärmstens empfehlen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Du hast es mehrmals gesehen, du hast es sogar mit mir zusammen gesehen. Ich habe sogar mehrmals gesehen, ja. Muss ich mich dann erlauben an der Stelle. Ja, und ansonsten, seid gespannt weiterhin. Moontalk, ich glaube, wir melden uns noch einmal dieses Jahr mit einer regulären Ausgabe, ne? 452 haben wir ja gesagt. Ihr wollt auch mal aus dem Tempo zurückkehren und dann gibt es dann wahrscheinlich noch was. Seid auf jeden Fall gespannt, was da noch bei ist. Vielleicht noch ein Witz. Ah, ich wollte es nicht verraten, aber es ist gut möglich, dass wir vielleicht doch noch das Quiz dieses Jahr für euch raushauen. Ein Quiz. Schauen wir mal. Ja. Noch ist nichts im Kasten, aber es ist definitiv geplant. Stand jetzt läuft es darauf hinaus, genau, auf den Three-Way. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles für diese Woche. Ich glaube auch, das war's, ne? Wollen wir euch für diese Ausgabe. Wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass wir in der nächsten Woche direkt schon wieder da sind. Vielleicht dauert es ja auch anderthalb oder vielleicht auch zwei. Es sind ja jetzt auch die Feiertage, dann müssen wir ja auch gucken, wie wir uns dann da mal so ein bisschen treffen, koordinieren. Eben, eben. Also Shortcut soll schon ein regelmäßiges Format sein, allerdings jetzt nicht mit der Stechuhr, dass wir dann da pünktlich jeden Wochentag dann immer da eine Ausgabe raushauen oder so. Müssen natürlich auch die Zeit finden, müssen auch das ganze Wrestling geguckt haben oder zumindest so einen Teil davon überflogen haben, um überhaupt hier ein bisschen was in der Sendung zu haben. Mal sehen, wie das ist, ne? Also die Feiertage stehen ja jetzt vor der Tür. Seid da nicht zu streng mit uns, wenn es da mal so ein paar Tage länger dauert. Vergessen tun wir euch nicht. Und wir melden uns bald auf jeden Fall auch noch. Ja. Auf jeden Fall. Und wie immer, lasst eure Ideen, eure Kritik, eure Anregungen hier in der Facebook-Gruppe, im Cyborg, wo auch immer. Teilt es uns mit. Lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es nicht gefallen hat, dann sagt es keinem weiter. Ja, aber wenn es nicht gefallen hat, dann begründet das doch zumindest bitte. Bitte ich einmal drum, was hat euch jetzt nicht so doll gefallen oder so. Wenn es gefallen hat, sind wir natürlich super zufrieden. Freuen uns da, dass ihr hier wieder eine Dreiviertelstunde ein bisschen was zu hören hattet, ein bisschen Spaß hattet. Und ja, King, ich habe nichts mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwie abreißen oder so. Und mein Zettel ist auch leer. Würde ich sagen, entlassen wir das Mooniverse für heute. Ne? Dann viel Spaß bei Roblox, End of the Line, falls die Sendung nicht nach dem Pay-Per-View rauskommt. Ne? Ansonsten wünsche ich, dass ihr viel Spaß gehabt habt. Viel Spaß nochmal mit Wrestling und dann schöne Feiertage. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ja, ich wünsche euch auch ein frohes Fest, besinnliche Feiertage. Habt eine schöne Zeit mit eurer Familie, Freunden, Verwandten, mit wem auch immer. Wir hören uns, wie gesagt, nächste, übernächste Woche so um den Dreh hören wir uns wieder. Tschüss.